produzieren, auch die, die wir ausstrahlen. Please welcome the reigning UK champion and former China Open champion. Enter the dragon, Ding Junhui. Tja, so langsam scheint man sich auf The Dragon, der Drache, festzulegen, obwohl es ja schon den Welsh Dragon gibt als Spitzname. Sein drittes Finale, die ersten beiden hat er beide gewonnen, gegen Stephen Hendry und gegen Steve Davis. Also auch da hat er große Gegner geschlagen. Genauso wie hier in Belfast, wo er vier Top-16-Spieler auf dem Weg in dieses Endspiel ausgeschaltet hat. Er hat noch die bei Blau, die rote, die dort neben der blauen liegt, und kann darüber dann sich die Position wieder aufbauen. Nein. Wird nicht behindert, findet den Weg 14. durch die anderen. Ronnie O'Sullivan im Hintergrund der Beobachter. Viele sehen in Ding Junhui den ersten chinesischen Weltmeister. Und nicht wenige halten es auch für realistisch, dass er Stephen Hendry als jüngster Weltmeister aller Zeiten ablöst. Das war Hendry mit 21 Jahren. Ding Junhui wird nächstes Jahr im April ja erstmal 20. 28. Wenn man ihn hier, egal wie das heute aussieht, wenn man ihn hier in dieser Woche erlebt hat, und auch in diesem Finale vor allem natürlich, da muss man sagen, 29. Diese Erwartungen sind nicht unrealistisch. Der Split ist vernünftig gelaufen. Hat sich nicht festgespielt. Das ist ja immer der Moment des Zitterns. Ronnie O'Sullivan im Moment machtlos. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, selbst wenn er das jetzt hier verlieren sollte, wird er nachher trotzdem sagen, das hat mir Spaß gemacht, war toll dabei zu sein, weil es ganz einfach ein großes Finale ist. Das ist ein großes Finale, dank beider Akteure hier. Thank you.
44. Fifty-two. 53. Er lässt noch einmal die Weiße reinigen. 6 Rote noch auf dem Tisch. 75 Punkte. Ist also nicht mehr weit, bis Ronnie O'Sullivan Snooker benötigt. 50. Offen spielen.56 Punkte Vorsprung. Rot und ausreichende Farbe, dann benötigt Ronnie O'Sullivan Snooker. Er schaut nochmal auf den Monitor. Da war eine Störung. Punkte Vorsprung, aber nur noch 59 Punkte sind auf dem Tisch. Snookers required für Ronnie O'Sullivan. 79. Den Frame hat er sicher. Schafft er jetzt auch noch das Century zum Abschluss? 83. Ein 83er Break. Das ist das Match für Ding Junhui. 9:6. Im dritten Finale seiner Karriere, der dritte Sieg, und da reckt er das Kühl in die Höhe. Die Glückwünsche für Ding Junhui, die Dame, seine Übersetzerin, die ihn noch immer begleitet, weil er sich im Englischen nicht so sicher fühlt. Und sie hat mit ihm mitgefiebert. Was war das für ein Finale? Was für ein klasse Snooker-Tag? Please welcome Councillor Pat McCarthy, Lord Mayor of Belfast and the Chairman of World Snooker and WPBSA. Sehen die Herrschaften vorgestellt für die Siegerehrung. Councillor Pat McCarthy ist der Bürgermeister, der Lord Mayor von Belfast, und Sir Rodney Walker links im Bild. Also jetzt rechts, das ist der Vorsitzende der World Snooker Association. But unfortunately for him, the dragon overcame him. Ronnie O'Sullivan. Glückwunsch aber auch an Ronnie O'Sullivan. Er hat uns viel Spaß gemacht, sein bestes Turnier seit langer, langer Zeit.
Und er war auch maßgeblich natürlich daran beteiligt, dass das hier ein so großer Snooker-Abend wurde. Von ihm können wir in dieser Saison noch sehr viel erwarten. Ronny ist weg. Ronny hat die Lust am Snooker wiedergefunden. Und das ist die gute Nachricht, nicht nur für seine Fans. The top 10 players to reach the final, but the year of the dragon, I think, has only just begun. The champion of the Northern Ireland. Das Jahr des Drachen hat es angefangen. Es kann durchaus sein, so wie er sich hier präsentiert hat, hat 5 Top 16 Spieler geschlagen im Laufe dieses Turnieres. Gratulation an den Champion, an Ding. Und die Worte des Siegers. Nein, er ist Ronny O'Sullivan. Here to enjoy the tournament and to have fun again with snooker. Do you feel you accomplished that? Yeah, definitely. I enjoyed it. You know, I enjoyed the match today. Und da sagt er, es hat mir Spaß gemacht, auch das Match heute. Fantastic. Well, commiserations and all the best for the next tournament. What's up for you next? Just a holiday. Kurze Ferien und dann will er im September, Anfang September, ja auch in Reno wieder beim Poolbillard dabei sein. Auch das wollen wir ihm nach Möglichkeit zeigen. Ob es klappt, weiß ich noch nicht ganz. You must be very happy. Yes, very nervous. Now I know you respect Ronny because you spoke of him as your hero in snooker. What was it like for you to take him on here today? How did it feel for you to win? I was very nervous and big pressure last frame. I'm happy to play very good today. And your mom, er freut sich, dass er heute so gut gespielt hat. Er war sehr nervös im letzten Frame. Großer Druck, sagte er. So there's going to be a big celebration at home in China tonight. Yeah. Und seine Mutter wird sehr glücklich sein. Gibt eine große Feier in China heute. The 2006 Northern Ireland Snooker Trophy Champion. Ding Junhui, Sieger der Northern Ireland Trophy. Das dritte Finale seiner Karriere, der dritte Sieg. Und was hat er nicht für alles für Kaliber dort geschlagen auf dem Weg dorthin? Im ersten Finale Stephen Henry, im zweiten Finale Steve Davis und jetzt Ronny O'Sullivan. Ja, schönen Dank, dass Sie mit uns 8 Tage hier in Belfast zu Gast waren. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Danke auch an die, die im Forum wieder so engagiert waren. Weiter geht's mit Snooker am 7. September, 21 Uhr, der Pop Black Cup. Die ausführliche Aufzeichnung ab 21. Oktober, dann der Grand Prix. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Ihr, euer Rolf Kalb.